blaue Stunde, Timelapse über den Dächern von Koblenz mit dem Olli. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut euch das Video an. Ich glaube, es lohnt sich. Kineastisch und fotomäßig und ja, gelabert haben wir auch eine ganze Menge. Es wird also, episch. Es wird episch. Ja, bang! Alle Leute, alle YouTube. Schaut mal, wen ich hier an der Seite habe. Hi! Den lieben Olli. Oliver Hummel. Hummel, ne? Korrekt. Korrekt. Korrekt ausgesprochen. Der ist oft zu Besuch in Koblenz. Und wir haben uns vorgenommen, nachher erstmal als Main Feature, sozusagen als Main Topic, eine Timelapse zu machen. Von der Festung Ehrenbreitstein, eine Day-to-Night-Timelapse runter Richtung Koblenz. Und jetzt haben wir festgestellt, dass man hier vorne auch Drohne fliegen kann. Hier ja, im hinteren Bereich, ne? Ja, müsste eigentlich sogar legal sein. Nicht nur halb legal, sondern legal. Nö, das ist legal. Und da werden wir uns da vorne, da steht so ein schöner, ja, ich glaube, da vorne sieht schon ganz gut aus. Da sind direkt Leute nebenan. Ja, das ist natürlich super. Dann gehen wir weiter und gucken mal. Oder wir nehmen den hier. Oder? Freuen sich die Zecken. Ha? Freuen sich die Zecken auf unsere Beine. Ach, jetzt sind ja keine Zecken. Okay. Hier gehen wir hin. Hier oben auf der Festung gibt es keine Zecken. Hier setzen wir uns hin und dann fliegen wir mal mit der Mini 3 Pro bzw. der Olli, weil meine ist im Auto, eine reicht uns, da Richtung Rhein und machen mal so einen kleinen Rundumblick, um euch mal das Festungsgelände zu zeigen. So. Ich bin ein Spotter. Ja, ich habe die Augensicht. Ich muss mal gucken hier, da ich ja, Leute, ich flogge hier mit der XH2S, das ist wieder ein großes Besteck hier. Aber ich habe mir gedacht, wenn der Olli heute schon zu Besuch ist, der nicht so gerne Smartphones und Pockets und Action-Cams mag, dann hole ich mal das dicke Besteck raus. Übrigens, Filmsimulation wie immer, Classic Chrom. Und sieh mal, wie geil das aussieht da, die Wolken, Classic Chrom. Finde ich cool. Niemand belästigt und es ist ja auch wirklich hier im hinteren Teil erlaubt. Wundert mich eigentlich, das ist wahrscheinlich so eine Lücke, die sie vergessen haben zu schließen. Wenn wir das öffentlich machen, dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr erlaubt sein. Okay. Nee, aber ich habe mir überlegt, wenn ich mal so richtig Muße habe, da hinten, guck mal, dieses Ding da, diese Aussichtsplattform,
mit Wolken dahinter und der Sonne, die genau dahinter untergeht wahrscheinlich. Boah, das ist gar nicht mal so ein schlechtes Motiv, ne? So, gucken wir da direkt mal in den Rucksack rein hier, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Wenn wir schon mal Besuch haben. Mhm. Da ist... Okay. Oh, da sind 3 Kameras drin. Ich weiß ja, dass du... Moment, ich komme mal hinten rum. So, genau. So ist perfekt. Ich weiß ja, dass du die Z8 hast, ne? Ja. Seit neuestem. Ja. Mit die werde ich gleich mal in die Hand nehmen irgendwann. Mhm. Und da ist noch die Z6, nehme ich mal an. Z6, ne? Und aktuell. Und da ist er jetzt, genau deswegen, da ist er ja der Vlogger. Die Z30 mit dem 12-28er, die ich gerade teste. Im Vlogging-Kit. Und zwar für den Kanal ValueTech, ne? Genau. Da werden wir heute ein Review machen. Da werde ich ein bisschen unterstützen. Und übrigens ein sehr guter Kanal, ValueTech, bin ich auch ein echter Fan von. Wir haben ihn ja auch schon in Hamburg kennengelernt. Und so, wir sind auf dem Weg zur Festung. Und wie gesagt, ich vlogge heute nur mit der dicken Fuji XH2S. Und momentan mit dem Tamron 1120. Ich habe noch das 13mm 1.4 von Wildrox dabei, wenn es dann richtig dunkel wird. Ja, hat das Tamron einen Stabi? Hat keinen Stabi. Aber die Kamera? Kamera hat einen Stabi, aber bei 11mm, ja, darf, also ich bin sowieso jemand, der sagt, ein Vlog darf auch ein bisschen wackeln. Ja, ein bisschen wackeln. Ein bisschen Dynamik bin drin ist. Deiner Meinung, also gimbalmäßig mag ich das auch nicht. Ja, wenn das alles so clean ist, ne? Aber so dieses Mikro. Gewackelt, was du halt ohne Stabi hast, da bin ich kein Fan von, muss ich sagen. Naja, Final Cut ist ja auch noch am Start, ne? Ah, aber es ist alles... Das stimmt, dann hast du Wobbeln. Aber hier hast du sowieso auch Wobbeln. Ja gut, hast du bei 11 mm hast du Wobbeln. Ich könnte mal ein bisschen weiter... Also eigentlich ist so der Sweet Spot so zwischen 16 und 14. Das hier wäre der Sweet Spot. Dann hast du kein Wobbeln mehr. Ja. Ne? Dann musst du den Arm natürlich ein bisschen weiter ausstrecken. So, wir gehen Richtung Festung. Ich mache ein bisschen B-Roll und vielleicht auch das ein oder andere Foto. Mal schauen. Z30 uns dann hier im Vorbeigehen filmt, vlogge ich natürlich mal auch für das Bild und ja, da gehen wir doch schon in die Festung rein, zack, und jetzt werden wir auch gleich mal einen wunderbaren Ort für unsere Timelapse suchen. Wir checken mal Folgendes. Olli, der checkt gerade den Bildaufbau, ob wir hier eine gute Stelle haben. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das hier nicht so schlecht ist. Thank you.
Also ich habe jetzt hier eingestellt, ich bin noch am Schwanken zwischen 3 oder 4 Sekunden. Ich glaube, ich nehme 4 Sekunden, okay? Mach das. Du hast 5, ne? Ich habe 5, damit die Kamera maximal 4 Sekunden belichten kann. Ah, ja, 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 ja. Sonst springt das Intervall. Das heißt, die muss auch ein bisschen in der blauen Stunde die Möglichkeit haben, zu belichten. So, die Timelapse laufen und ich habe auch noch mal hier zur Sicherheit eine ganz einfache mit dem Action 3 gemacht. Nicht, dass die nachher besser wird wie mit der Fuji. Und die Sonne kann momentan auch ein bisschen was. Ihr seht da hinten die Wolken. Ich drehe euch mal. Die Sonne macht sich da hinten leider ein bisschen, ja, ein kleines bisschen rar. Das heißt, das könnte jetzt das geilste Bild gewesen sein. Nichtsdestotrotz lassen wir die Timelapse natürlich laufen, bis die Lichter unten angehen. Und wir hoffen noch ein bisschen auf blaue Stunde. Weil die Wolken sehen hier eigentlich gar nicht so schlecht aus. Guckt euch mal die Wolken an. Wenn ich mich allerdings mal rumdrehe, sieht auch die Festung so im Hintergrund auch ganz geil aus mit den Wolken. Naja, man kann halt nicht alles haben, ne? So, ich mache mich mal auf den Weg, für so ein bisschen was zu trinken zu holen, und zwar hier in der Jugendherberge. Das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr einigermaßen günstig hier auf der Festung was trinken wollt. Jugendherberge, denn die anderen Sachen haben alle zu. Und ja, wie gesagt, die Sonne verschwindet so ein bisschen, aber es ist natürlich trotzdem eine super Stimmung hier. Ich gehe jetzt aber mal runter und guck mal, ob wir was zu trinken besorgen können. Getränke sind am Start. Ich zeige euch mal das ganze Setup hier, was hier so an Kameras am Start ist. Z8, Z6, Z30. Hier noch eine große, ganz moderne, hier so eine silberne Kamera. Dann eine Fuji XE4 und eine XT5 und eine Action 3. Und da fehlt mich die XH2S. Ich würde mal schätzen, lass uns mal gerade überschlagen. 5.000, 7.000, 8.000, 10.000, 500, 11.500, 14.500, knapp 15.000 Euro Equipment. Ich habe noch ein MacBook dabei, wenn ich so laut sage. Und eine Drohne. Und die Drohne. Gut, die Drohne habe ich im Kofferraum. Ne? Und so ein paar Objektive auch noch, ne? Okay, Objektive habe ich auch noch ein paar. Also ich meine jetzt mal nur von den Kameras jetzt. Ich habe jetzt die Objektive noch gar nicht dazu gerechnet. Also uns jetzt zu überfallen lohnt sich. Ja. Seid schnell. Ne? Aber wir wehren uns. Ja, wir sitzen hier mal ganz entspannt. Ne? Da hinten laufen die Timelapsen. Hier auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Sonne geht unter und wir haben gedacht, wir machen einen kleinen Talk. Richtig schöne Abendstimmung hier, ne? Ja, richtig schöne Abendstimmung. Und lauer Sommerabend, schöne Wolken. Es belästigt uns eigentlich keiner so richtig. Ne? Die Leute laufen zwar vorbei, gucken, was hier so 500.000 Kameras aufgebaut sind. Oder hier so ein Typ mit so einem langen Arm mit der Kamera rumläuft, aber echt cool. Und guck mal, geht noch ein bisschen da was. Aber auch hier hinten sieht es eigentlich auch nicht schlecht aus. Ich wurde gerade gefragt, ob wir vom Fernsehen wären, als du die Getränke geholt hast. Leute, ich bin auf ISO 4000. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch wird, weil so langsam wird es dunkel hier. Vielleicht mache ich mal das 13 mm drauf. Unsere Timelapsen laufen und wir werden jetzt mal noch ein paar Bilder von der blauen Stunde machen. Ja, Olli? Und Olli hat eventuell das Problem, dass er seine Timelapse
Ja, der war ganz professionell unterwegs und hat vergessen, dass er ein Bracketing eingestellt hat. Jetzt macht der Timelapse immer zwei Fotos statt eins und das kollidiert gleich mit meinem Intervall. Mit der Belichtungszeit, ne? Ja. Ja, mal schauen. Mal gucken, was da geht. Aber du hast ein lichtstarkes Objektiv, vielleicht klappt das ja. Naja, besser wird es nicht mehr mit dem Licht, ne? Würde ich sagen. Wir müssen mal gucken, wie, ob wenn gleich hier wenn das hier beleuchtet wird, dann könnte man wieder Licht haben. Ne? Die Frage ist, hast du eine Belichtungskorrektur eingestellt? Nee, ich glaube nicht. Okay. Weil gefühlt sind unsere Gesichter ein bisschen unterbelichtet. Ja, so sieht es besser aus. Also, ja, genau. Ja. Ja, so ist gut. Ja, es ist Wildrox, ne? Wildrox 1.4? 1.4. Gut, kann man machen. Kann man machen. Ist mein Objektiv zur Sternenfotografie, das ich demnächst irgendwann auch mal angehen möchte. Einmal die Milchstraße. Milchstraße mal, ne? Genau. Ja. So, jetzt wird es langsam voll hier. Keine Ahnung warum. Sagt er. Und der Olli ist noch ein bisschen die Nikon am Testen. Ich würde sagen, wir machen eine Abmoderation hier oben auf dem Festungsplateau. Schön mit der blauen Stunde im Hintergrund. Schaut mal, wie geil das aussieht. Olli, kommt doch mal an meine Seite. Ich habe nicht nur 13 mm jetzt hier, damit, ja genau, so passt doch. War ein entspannter Abend, ne, würde ich sagen. Sehr angenehm, sehr schön. Gute Gespräche, gute Blicke. Hat Bock gemacht und schön, ohne zu heiß zu sein, angenehm im T-Shirt. Bin gespannt, wie die Ergebnisse aussehen. Ich glaube gut. Ich glaube, die Action Cam hat bei mir das beste Ergebnis abgeliefert. Ah, wir gucken mal. Auf dem Display sah es auf jeden Fall gut aus. Ja, sah gut aus, ja. Aber es hat auch ein kleines Display. Okay, wir machen uns jetzt mal, ich glaube, daran, irgendwo noch was zu essen zu bekommen, ne? Oder? Mhm. Und was zu trinken. Und dann würde ich sagen, das war's für den Vlog heute. Bisschen Kraut und Rüben, aber auch vielleicht auch ein bisschen Spaß hier und ein bisschen einfach mal bisschen gelabert, ein paar schöne Aufnahmen hier oben von der Festung. Dann würde ich sagen, macht's gut heute rein und denkt dran, abonniert auch den Olli seinen Kanal. Und vielleicht gibt es ja sogar noch ein gemeinsames Video aus dem Neuwieder Zoo. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe es. Wir schauen mal. Alles klar. Macht's gut, haut rein und tschüss. Ciao.